Erbe und Dritter von euch. Ach, der mag mich. Voneinander die erhalten. Stimmt, eine niedrige Meinung kann Leute dazu bringen, sich gegen euch zu erheben oder euch Hilfe zu verwehren. Eine hohe Meinung hingegen kann dazu führen, dass Charaktere eher bei eurem Mordkomplott mitwirken. Oder auf eure Verführung eingehen. Achso, wenn ich einen Mordkomplott schmiede. Wie ihr mit anderen Charakteren interagiert, beeinflusst häufig ihre Meinung von euch. Um eure Ziele voranzubringen, braucht ihr Gold. Gold. Damit bezahlt ihr unter anderem für Gebäude, Armeen und Bestechung. Außerdem erhaltet ihr Gold passiv durch eure Besitztümer und eure Vasallen als Steuer. Größere Vasallen und wichtigere Besitztümer bringen für gewöhnlich mehr Steuer. Doch Gold kann nicht alles, Geld kann nicht alles kaufen. Bestimmte Dinge könnt ihr nur erreichen, indem ihr die erforderliche Menge Prestige bezahlt oder für religiöse Belange Frömmigkeit. Euer Prestige zeigt an, wie sehr man euch respektiert. Ihr könnt es passiv mit der Zeit erhalten, indem ihr beispielsweise viele Titel haltet. Oder es aktiv sammeln, indem ihr beispielsweise in angesehenen Dynastien einheiratet oder als Verbündeter in Kriege kämpft. Wenn ihr Prestige sammelt, nähert ihr euch eurer nächsten Ruhmstufe. Je höher die Ruhmstufen, desto mehr erhalten andere Charaktere von euch und desto besser könnt ihr Krieg führen. Manche Aktionen kosten Prestige, beispielsweise wenn ihr einen Krieg erklärt. Bei diesen Aktionen nutzt ihr euer Ansehen zu euren eigenen Gunsten, ohne dass Charaktere deswegen eine schlechtere Meinung von euch hätten. Wenn ihr Prestige ausgebt, hat das keine Auswirkung auf den Fortschritt eurer Ruhmstufe. Es kostet lediglich aktuelles Prestige. Wenn ihr viel Frömmigkeit habt, fällt es euch einfacher, mit eurem Glaubensoberhaupt zu interagieren. Da ihr Katholik seid, ist dies der Papst. Ihr könnt Frömmigkeit passiv durch den Wert Bildung und tugendhafte Eigenschaften erhalten oder aktiv, indem ihr fromme Dinge tut, beispielsweise eine Pilgerreise. Ihr habt außerdem eine Hingabestufe, die mit der Zeit steigt, wenn ihr Frömmigkeit hinzugewinnt und die positive Auswirkung auf euren Charakter haben kann. Ähnlich wie bei Prestige können auch hier Aktionen Frömmigkeit kosten, beispielsweise das Erlernen des Religionskriegs oder das Erschaffen eines neuen Glaubens. Wir können einen eigenen Glauben. Oh, geil. Der Einsatz von Frömmigkeit ist ganz normal und Charaktere werden deshalb keine schlechtere Meinung von euch haben. Nebeneigenschaften können euer Charakter auch einen Lebenswandel auswählen. Es stehen fünf Lebenswandel zur Auswahl, einer pro Wert. Lebenswandel spiegeln wider, wofür der Charakter täglich die meiste Zeit mit Mühe aufwendet. Und für jeden gibt es mehrere Schwerpunkte. Jeder Schwerpunkt verleiht einen individuellen Bonus. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Ereignisse auftreten, die mit diesem Schwerpunkt zu tun haben. Blickt auf die Schaltfläche Lebenswandel. Klickt auf einen Lebenswandel, um seine Schwerpunkte zu sehen. Mit der Zeit erhält euer Charakter Lebenswandelerfahrung. Für das Beibehalten eines bestimmten Lebenswandels. Habt ihr genug Lebenswandelerfahrung gesammelt, könnt ihr einen der Vorzüge dieses Lebenswandels aus einem seiner Bäume auswählen. Vorzüge spielen Übung und Entwicklung des Charakters wider und bieten individuelle Boni wie besondere Eigenschaften oder schalten lebenswandelspezifische Mechaniken oder Inhalte frei, wie die Option Entführungskomplotte zu beginnen. Beispielsweise geben die Schwerpunkte Strategie, Autorität sowie Ritterlichkeit allesamt Kriegsführungserfahrung, mit der ihr die Vorzüge des Kriegsführungslebenswandels kaufen könnt. Die Eigenschaftenbäume führen wiederum zu anderen Lebenswandeleigenschaften. Ich will aber kein Kriegsführer sein, ich will gebildet sein. So, Schwerpunkt auf Medizin, Schwerpunkt auf Gelehrsamkeit oder Schwerpunkt auf Theologie. Glauben und Wissen, wer das Göttliche begreift, begreift die Welt.
Das wissen jener, die uns vorangingen. Das wissen jener, die noch leben. Und das Wissen um die andauernden Wahrheiten. Das Verständnis des Lebens, mit dem man die Widrigkeit der Welt gegenüber dem eigenen Körper überwinden kann. Gesundheit, kleiner Bonus. Bildung, Erfahrung, 25 pro Monat. Entwicklungszuwachs bis 15%. Anatomische Studie. Ihr müsst einen Schwerpunkt in diesem Lebenswandel auswählen, um seine Vorzüge auswählen zu können. Nehmen wir Schwerpunkt auf Medizin, oder? So. Andere Charaktere. Jetzt da der Schwerpunkt ausgewählt ist, können wir uns mit anderen Leuten beschäftigen. Interaktionen mit anderen Charakteren sind entscheidend in Crusader Kings 3 und dafür stehen euch zahlreiche Optionen zur Verfügung. Ihr könnt auf ein Charakterporträt rechts klicken. Auch auf euer eigenes, um eine Liste der möglichen Interaktionen anzuzeigen, beispielsweise das Arrangieren einer Heirat oder das Starten eines Komplotts. So könnt ihr euch auch Kriege anzetteln, aber machen wir doch zuerst einmal etwas anderes. Öffnet eure Charakteransicht. Alter, uff. Aber wie kann ich meine... Aha, Rechtsklick. Auf das Charakterporträt eures Spielers. Okay, so. Jeder liebt Gold. Schickt eurem Spielererben doch einmal eine Bestechung. Warte, hier. Geschenk schicken. Ach du Scheiße, ich kann meinen eigenen Sohn einkerkern. Ich bin neidisch auf deinen Bart. Du gehst in den Knast. Bezahlt 50 an Brian. Brian. Gut gemacht. Ihr habt erfolgreich die Meinung erhöht, die jemand anderes von euch hat. Beobachte die Nachrichtenanzeige unten rechts. Doch wären recht interessant, aber nicht die schönen Informationen erscheinen und nach einer Weile verschwinden, wenn das Spiel nicht pausiert ist. Bestimmte Meinungsmodifikatoren sind auf ewig aktiv, beispielsweise Familienbande, andere vergehen mit der Zeit, wie die verblassende Erinnerung daran, einst ein Geldgeschenk erhalten zu haben. So ein undankbarer Arsch. Kann ich bedenken, ja. Ich glaube, da musste man nur auch aufpassen, dass die gute Werte haben und so. Ja, okay. Haltet ihr euren Mauszeiger über den Meinungswert eines anderen Charakters, seht ihr genau, wie sich die verschiedenen Werte zusammensetzen. Persönliche Diplomatie minus 3? Du für ein undankbarer Bastard. Liegt es an einem Heiratsbündnis, einem Goldgeschenk oder einfach nur daran, dass die andere Person euer aufrechtes Wesen schätzt? Verstehe. Wenden wir uns nun eurer Dynastie zu. Im Spielverlauf wird euer Charakter langsam alt, bevor ihr der Last seiner Jahre erliegt. Sofern ihn nicht zuvor ein frühzeitiger Unfall, eine furchtbare Krankheit ereilt. Das ist jedoch nicht das Ende der Geschichte. Das Spiel endet nur, wenn ihr keinen Erben eurer eigenen Dynastie habt. Kann man auch unfruchtbar sein? Das wäre natürlich dann richtig viel Batman. Ein Erbe. Solange eure Titel Erben für Dynastie haben, wird euer Vermächtnis weiterleben. Wenn euer aktueller Charakter stirbt, fangt ihr einfach mit dem
mit einem neuen an, nämlich mit dem Spielererben. Je nachdem, welchen Nachfolger euer Reich hat, ist dies wahrscheinlich eines eurer Kinder. Vielleicht der eines, das ihr zum Herrscher erzogen habt. Eure Dynastie hat ein eigenes Wappen, das im Moment hervorgehoben ist. Klickt darauf, um weiteres Wissen zu erhalten. Im Augenblick ist keine Aktion nötig, doch wenn ihr später die Einzelheiten eurer Dynastie nachschlagen wollt, findet ihr sie hier. Alter! Nachfolgerechte bestimmen, wie sämtliche Titel und Ressourcen zwischen den Erben aufgeteilt werden, wenn ein Charakter stirbt. Ihr habt derzeit nur einen Erben, aber sehen wir uns den Vorgang dennoch an. Manchmal kann es sogar vorkommen, dass ihr einen Charakter übernehmt, der für das frühzeitige Ableben eures vorherigen Herrschers verantwortlich war. Öffnet die Reichsansicht auf der rechten Seite des Bildschirms. Hervorgehoben. Ach da. Seht euch den Reiter Nachfolger an. Oh Gott, ist das groß. Als Mitglied einer Dynastie habt ihr außerdem Bekanntheit. Was für alle Mitglieder eurer Dynastie gemeinsam gilt. Bekanntheit steigt durch verschiedene Dinge an und spiegelt wieder, wie berühmt oder berüchtigt eure Dynastie ist. Erhöht ihr eure Bekanntheit, hat dies Auswirkungen auf Generationen eurer Nachkommen und die Prachtstufe steigt. Das Dynastieoberhaupt, das mächtigste Mitglied eurer Dynastie, könnt ihr mittels Bekanntheit Dynastie von Vermächtnisse freischalten, die der gesamten Dynastie benutzen. Männliches Vorrecht. Weibliches Vorrecht. Boah, wir können ja richtig Vorreiter sein. Das war doch im Mittelalter bestimmt nicht so. So krass. Obwohl ich jetzt schon mal wieder was gelesen habe. Da gab es jetzt eine Ausgrabung. Aber die gehen dann halt schon älter als hier das Mittelalter zurück. Ich glaube sogar auf 1000 Jahre vor Christus oder irgendwie so. Da hat man bei Ausgrabungen ein Paar gefunden. Und da war die Frau so total mit Schmuck und alles. Und da gehen die Forscher halt davon aus, dass die Frau da eher das Sagen hatte und der Mann eher für die Umsetzung zuständig war. Ganz interessant. Könnt ihr mittels Bekanntheit und Dynastie nicht Vermächtnisse freischalten, die bla bla bla? Verstehe. Ihr müsst die Zukunft eurer Dynastie sichern und dazu braucht ihr Verwandte. Verheiratet zu sein ist ein guter Anfang, doch wir können euch keine Heirat aus Liebe garantieren. Möchtet ihr vielleicht heiraten? Ihr könnt für unverheiratete Charaktere in eurer Domäne heiraten oder Verlöbnisse arrangieren, indem ihr auf den Charakter recht blickt und Ehepartner finden oder Heirat arrangieren auswählt. Ehepartner finden. Sobald ihr Ehepartner finden ausgewählt habt, wird eine Liste möglicher Ehepartner eingeblendet. Sie kommen von Höfen auf der ganzen Welt. Mittels Heirat arrangieren wird ebenfalls eine Liste möglicher Ehepartner angezeigt, doch nur innerhalb des Hofs des Charakters, auf den ihr geklickt habt. Euer eigener Charakter wird links angezeigt, da diese Heirat eure Zustimmung benötigt. Der Lehnsherr des anderen Ehepartners wird rechts angezeigt. Da der Bund auch seine Zustimmung braucht, aber wo denn? Das ist doch bestimmt diejenige, wo heiraten würde. Aber wer ist denn der Lehnsherr? Heiraten arrangieren kann nützlich für Eheschließung zwischen euren Höflingen sein oder wenn ihr ein bestimmtes Bündnis durch eine Hochzeit schließen möchtet. Fürs Erste ist Ehepartner finden unseren Zwecken dienlicher.
Bei der Wahl eines Ehepartners gibt es zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen.